Die aktuellen Gesundheitstipps werden Ihnen präsentiert von topfruits.de, Ihrem Online-Versand für vitalstoffreiche Naturprodukte. Wenn wir von der bitteren Wahrheit oder einem bitteren Beigeschmack hören, weckt das in uns kaum positive Assoziationen. Die Geschmacksrichtung bitter ist mittlerweile fast durchgängig negativ belegt. Zu Unrecht, denn gerade die Bitterstoffe sind für unsere Gesundheit besonders nützlich. Sie fördern sowohl Verdauung als auch das Immunsystem, zügeln den Appetit und fördern die Aufnahme von Nährstoffen. Bestimmte Bitterstoffe aus Pflanzen werden naturheilkundlich seit langer Zeit erfolgreich eingesetzt, um die Verdauung und insbesondere den Fettstoffwechsel zu verbessern. Bitterkräuter wie Angelika oder Enzianwurzel, Artischocke oder Mariendistel, am besten als alkoholfreies Pulver dauerhaft vor dem Essen eingenommen, können viele unangenehme Befindlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Blähungen, Verstopfung oder Völlegefühl bessern oder sogar kurieren. In der Folge einer besseren Drüsensekretion und damit Verdauung wird als positive Langfristbeobachtung oft ein deutlich gestärktes Immunsystem und eine gesteigerte allgemeine Vitalität beobachtet. Leider kommen Bitterstoffe trotz ihrer positiven Wirkungen in modernen Nahrungsmitteln kaum noch vor. Aber selbst ist der Mann oder eben die Frau. Setzen Sie doch einfach mal wieder Chicorée, Radicchio oder spezielle Bitterkräutermischungen auf Ihren Speiseplan. So können Sie Ihrer Gesundheit auf einfache und kostengünstige Art und Weise etwas Gutes tun. Bitterstoffe sind unerlässlich für eine optimale Verdauung und damit unendlich wertvoll. Ohne ein gesundes Verdauungssystem ist wahre Gesundheit nicht möglich. In diesem Punkt sind sich Heilpraktiker und Naturärzte einig. Funktioniert die Verdauung nicht einwandfrei, stellen sich schnell Beschwerden unterschiedlichster Art ein. Magenverstimmung, Sodbrennen, Blähungen, das alles kann mit einem schlecht funktionierenden Verdauungssystem zu tun haben. Die Auswirkungen auf den Organismus können sich in unterschiedlichsten Symptomen niederschlagen, von Müdigkeit bis hin zu Angstzuständen. Selten werden diese Beschwerden von Beginn an mit dem Verdauungstrakt in Verbindung gebracht. Eine ausgewählte Kombination von verschiedenen Bitterstoffen unterstützt daher die Verdauung. Im Gegensatz zu chemischen Säureblockern und anderen ebenfalls chemischen Medikamenten setzen Bitterstoffe direkt an der Wurzel des Problems an, der Verdauung selbst. Sie beleben das gesamte Verdauungssystem, indem sie die Produktion der Verdauungssäfte anregen. Hierbei wird die Nahrung besser verstoffwechselt und die Nährstoffe besser verwertet. So bleiben die Darmwände geschmeidig und die Darmflora gesund. Auch ihr Immunsystem wird aktiviert und stabilisiert. Ursprünglich fanden sich in fast allen Gemüse- und Getreidesorten Bitterstoffe. Erst über die Jahre und unzählige Kreuzungen wurden sie den Pflanzen herausgenommen. Die Bitterstoffe in der Nahrung zügeln den Appetit auf ein gesundes Maß. Durch die fehlenden Bitterstoffe können wir heute weitaus mehr essen, als unser natürlicher Hunger es uns erlaubt. Dies hat Folgen für die Figur und für die Gesundheit. Finden wir also zurück zu mehr Bitterstoffen in unserer Nahrung. Ich habe nun einen kleinen Überblick für Sie, in welchen Nahrungsmitteln noch gesunde Bitterstoffe zu finden sind. Da wären zu nennen Gemüsesorten wie Radicchio, Chicorée, Rucola, Endiviensalat, Blumenkohl und Artischocken. Darüber hinaus gibt es sie in allen Zitrusfrüchten sowie in Amaranth, Hirse, Ingwer, Pfeffer, Kardamom, Kümmel, Fenchel und Anis. Auch in den Kräutern Thymian, Wacholder, Majoran, Liebstöckel, Rosmarin, Estragon, Lorbeerblättern, Sauerampfer und Salbei sind die wertvollen Bitterstoffe zu finden. Mein Tipp: Ein hochwertiges Bitterstofftonikum enthält im Idealfall verschiedene Arten von bitterstoffhaltigen Kräutern. Besonders zu empfehlen ist das Heidelberger Siebenkräuterpulver. Es enthält eine Kombination aus 7 wichtigen Bitterstoffen, nämlich Schafgarbe, Wacholder, Fenchel, Anis, Kümmel, Birnelle und Wermut. Gewöhnen Sie Ihren Körper langsam an die vermehrte Aufnahme von Bitterstoffen. Er belohnt Sie dafür mit neuer, positiver Energie und einem völlig neuen Lebensgefühl. Ich wünsche Ihnen wie immer gute Gesundheit. Ihr Armin von Buchenlind. Die aktuellen Gesundheitstipps werden Ihnen präsentiert von topfruits.de, Ihrem Online-Versand für vitalstoffreiche Naturprodukte.